Der kleine Slice stellte sofort seine kleine Pfote in die Steckdose hinein. Aber dort hat jemand die Pfote mit den Zähnen so stark gefasst, dass es schmerzte und Slice auch konnte. Aua, 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 hat Slice geschrien. Lass mich los, oh, wie es brennt. Schnell zog Slice seine Pfote wieder von der Steckdose zurück. Aus der Küche kam überrascht seine Besitzerin Tanja angerannt. Und nun? Hat sie gesagt und den zitternden Slice zart gestreichelt. Dann fügte sie hinzu. Ach, du kleines und vernünftiges Hündchen. Dort gibt es elektrischen Strom. Er ist gefährlich. Sei vorsichtig. Interessant. Wie sieht es aus, dieser elektrische Strom? Hat Slice gedacht, vorsichtig auf die Steckdose schauend. So klein, aber so böse. Wie schön wäre es, ihn zu zähmen. Es brauchte einen Knochen aus der Küche und legte ihn vor die Steckdose. Aber der Strom kam nicht aus der Steckdose heraus. Vielleicht ist er überhaupt keinen Knochen oder will nicht, dass jemand ihn sieht. Hat Slice gedacht. Es hat neben dem Knochen einen Pralinen gelegt. Und ist selbst spazieren gegangen. Aber als es zurückgekommen war, lag alles unberührt vor der Steckdose. Dieser elektrische Strom ist kein leckeren Knochen. Dieser elektrische Strom ist keine Schokolade. Er ist echt komisch. Dachte das intelligente Hündchen Slatik.